Oh hey Leute und willkommen zu GTA 5 Online. Ich weiß jetzt leider noch nicht ganz, ob ich das hier als Special bezeichnen kann, weil ehrlich gesagt, also, ich würde es möglicherweise mit der Polizei verkacken und die werden mich danach verfolgen und umbringen. Das kommt doch irgendwie bekannt vor, oder nicht? Scheiße, noch eins. Ah Gott, der Bravado-Yoga. Es ist irgendwie ziemlich nervig mit mir. Auf der einen Seite will ich wirklich dieses Fahrzeug einspeichern, aber dann wiederum denke ich mir, ach, ich habe ja schon einen extrem großen Van, aka den Insurgent, also der wird dann schon vollkommen ausreichen. Und noch dazu bin ich so ein ganz kleiner SUV-Freak. Also von dem her, ich habe genügend große Fahrzeuge, aber naja, man kann wohl nicht genügend haben. So, sehr gut. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es fühlt sich immer wieder toll an, ne? Wenn man ein Fahrzeug hat, was fast 1 Million wert ist und man lässt es 2 Meter danach gegen irgendwas fahren. Das ist immer wieder schön. Nein, was ich ursprünglich sagen wollte ist, solche Fahrzeuge in der Garage stehen zu haben, weil man weiß im Endeffekt, man wird die nur extrem selten fahren. Aber trotzdem, ich wollte das Fahrzeug. Frag mich am besten nicht, wieso. Ich mag zwar schon diesen Mercedes, ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wie der hieß. Sonst würde ich euch gerne den Namen sagen, aber es ist so eine Sache aus, ist ein tolles Fahrzeug, ist auch vor allen Dingen schön in der Garage stehen zu haben, aber fahren, ist nicht so direkt mein Fall. Ist gleich wie mit dem Stinger GT und allgemein mit dem Stinger oder mit dem Monroe, aber dann wiederum, es ist schon eine verdammt lange Zeit her, als ich dieses Fahrzeug in meiner Garage hatte. So sehr hat es mir gefallen. Ja, noch schön gegen ein Schild fahren, das ist immer wieder schön. Und auch dazu habe ich gedacht, so ein Simples Silber passt eigentlich ziemlich gut zu diesem Fahrzeug hinzu. Was ich auch noch komplett vergessen habe, der Albani Virgo. Ich weiß jetzt nicht, ob es mir vielleicht nur da geht, aber ehrlich gesagt, es... Also, eins verstört mich so langsam ziemlich. Warum ist jede Karre, egal ob Cruiser, Cabrio, Coupé, Muscle Car, ein Muscle Car? Es fuckt mich ein bisschen ab. Ich rede jetzt noch nicht mal hier von einem Sterling oder auch jetzt von den anderen Fahrzeugen, die hinzugekommen sind. Ich meine, davon abgesehen ist der Windsor ein Coupé, aber trotzdem. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ich schieb's jetzt einfach mal auf die Nacht. Auf jeden Fall, Albani Virgo. Warum ist dieses Fahrzeug ein Muscle Car? Rockstar. Man kann sehr einfach beantworten, ob eigentlich ein Fahrzeug ein Muscle Car ist. Wurde es für das Drag-Rennen gebaut? Wenn die Antwort nein lautet, unter meiner Definition, ist es dann kein Muscle Car. Nur, weil es ältere Karren sind und noch dazu 2 Türen haben und vielleicht ein V8 drin haben, heißt es eigentlich nicht, dass es Muscle Cars sind. Aber dann wiederum, ich habe hier anscheinend Probleme und das weiß ich auch. Und ich gebe es auch zu, aber ansonsten, es fuckt mir noch ein klein wenig ab. Und der Sound, erinnert mich mehr an einem Hot Rod, weniger an so einem V8 Cruiser, aber ich bin wohl gerade eben mehr beschäftigt, Cruiser anstatt Cruiser zu sagen. Es ist immer wieder nett. Naja, auf jeden Fall, ich möchte eigentlich noch ganz kurz gucken, dass ich vielleicht noch ein bisschen warte. Und dass ich dann mal gleich meinen Mechaniker wieder belästige. Und nur damit ich die Zeit jetzt erstmal weiß, werde ich mal kurz meinen Mechaniker nochmal belästigen. Dort habe ich's. Da ist es. Ja, ich weiß, Spiel, aber ich habe irgendwie gehofft, dass du mir anzeigst, wie lange es braucht, bis ich den Service wieder hier benutzen kann. Aber ist jetzt anscheinend nicht so wichtig. Na dann. Eins, was ich eigentlich auch so interessant finde, bei GTA 5, so ziemlich an jeder Polizeistation, wo streichen wir das? An jeder Polizeistation, die ich gesehen habe, steht so ein Riot dran. Es ist zwar ziemlich nett, weil vor allen Dingen, ich liebe den Rhino, ich würde ihn gerne einspeichern und tunen, aber jetzt keinem hässlichen Tuning geben, sondern einfach nur Motor-Upgrades, sonstige Sachen, aber auf jeden Fall, ich wollte nur gesagt haben, es fuckt mich trotzdem ab zu sehen, dass bei so einem ganz kleinen Sheriff's Building entweder hier ein Little Bird steht oder ein Annihilator und noch dazu ein Riot. Ich komme zwar nicht mehr drauf klar, aber ich habe heute anscheinend sowieso einige Probleme. Die habe ich ja schon zum Glück etabliert. So, BCR Community Hour, war nicht. Ah!
Hui! Kacksackers! Fuck, das war mir ein bisschen zu knapp. Ach ja. Manchmal vermisse ich irgendwie die Minigun von dem Annihilator von The Ballad of Gay Tony. Da war es ziemlich nice. Was oder wer genau verfolgt mich eigentlich? Oh, verstehe, Farmer. Es verstört mich immer und immer wieder zu sehen, dass es hier Leute gibt, die sich einfach so einmischen. Und das sind meistens Leute, die einen Traktor fahren oder einen Pickup. Von mir aus. Ich meine, das Spiel hat ja nicht schon genügend Klischees. Warum kann man nicht nur ein paar mehr reinklappen? So. Ich habe schon ganze 2 Stunden und das ist ja irgendwie beruhigend. Und eins, was ich noch sagen wollte, war ja, dieser Bobcat-Fahrer hat so danach angehört, als hätte er gebrannt. Verschieße ich gerade eben Brandmunition? Oder habe ich gerade eben Fahrzeug brennen geschossen und jemand schon daneben? Scheiße! Gar nicht passiert. Stop the vehicle now! Hallo, Polizei. Seht ihr mal erstmal schauen, dass ich vielleicht auf den Helikopter schieße. Huhuhu. Also komplett nutzlos ist ja die Minigun hier nicht, was ich ja schon mal schön finde, weil so komisch wie sie es anhört, aber Minigun im echten Leben ist ziemlich feiern, vor allen Dingen gegen ungepanzerte und weiche Ziele. Ich meine indirekt, ja, hatte schon unter weiche Ziele hinzugehört, aber ich weiß nicht. Jedes Mal, wenn man eigentlich von weiche Ziele redet, denke ich eigentlich jedes Mal, dass man von Lebewesen spricht, weniger von Fahrzeugen. Aber dann wiederum, ich weiß es leider nicht genau. Oh fuck! Wenn ich die ganze Zeit gegen irgendwas fliege. Macht mir nicht direkt Spaß, Spiel, aber okay. Das ist der Helikopter. Ah, oh, da ist einer. Drehen, drehen, drehen. Oh nein, komm! Merry fucking Christmas! Jetzt muss ich nur noch den anderen Helikopter loswerden, bevor er mich los wird. Und das will ich ihm doch nicht antun. Noch ein Heli. Ich habe eigentlich irgendwie erwartet, dass ich vielleicht nur 10 Sekunden eine Verschnaufpause bekomme, aber anscheinend ist die wohl auch überflüssig. Oh, und vor lauter Laude, ich wollte euch noch zeigen, wie eigentlich die neue Waffe so ist. Also von dem her werde ich mal gucken, dass ich vielleicht hier irgendwo landen werde, bei dem ich noch ein bisschen Schutz habe. Fuck off, mate! Nein, hör auf, hör auf. Naja, bietet zwar nicht wirklich viel Schutz, aber dafür habe ich wenigstens hier ein paar Kühler, nenne ich sie jetzt einfach mal, die ich als Schutz verwenden kann. So, jetzt lassen wir den Helikopter loswerden. Zu spät geschossen. Von mir aus. Ach, ich verwende jetzt einfach die Maschinenpistole, oder... Nimm an, dass es Maschinenpistole ist, weil ein Gewehr ist es auch nicht wirklich. Nobody fucks with the thing. Passt hier zwar irgendwie nicht ganz, aber scheiß drauf. Warte mal, habe ich den Heli... Habe ich den Piloten getroffen? Ich hab gedacht, ich habe eher auf den hinteren Typen geschossen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bin ich das wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, toll. Und den Helikopterpiloten habe ich natürlich auch wieder erwischt. Warum nicht? Fuck, hallo. Das war doch leicht unerwartet, euch hier alle zu sehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einfach ruhig bleiben. Von der anderen Seite jetzt auch, oder was? Oder schießt jetzt einfach nur der Helikopter auf mich? Ja, zahl. Und hinter mir wird gleich jemand kommen. Fuck. Fuck. Nein, das wollte ich...
Das war die. Nein. Oh Gott. Komm schon. Gott, könntet ihr jetzt mal bitte damit aufhören? Geht nur ein bisschen auf den Sack. Hier war doch noch ein Polizist und das war nicht er, da bin ich mir sicher. Ah, natürlich! Warte mal, den anderen habe ich sogar getötet bei diesem Fall, anscheinend. Obwohl, ja, ich weiß, dass jetzt ich nicht dieser Fall war, sondern ich habe jetzt nur ihn verursacht, aber ich, erklären und sagen und lauter diese Sachen sind anscheinend manchmal ziemlich schwierig für mich. Ja, dann halt eben nicht. Komm schon. Schatz mal verdient. So viele Helikopter. Und natürlich kommen jetzt wieder welche abgeseilt. Warte mal, was jetzt? Der Typ ist ohne eine Fallanimation, ohne Schaden hier runtergeflogen. Hervorragend, ehrlich. Ja, komm schon. Tut mir einfach den Gefallen und sterbt. Meine ich das bloß oder war das jetzt leicht unerwartet? Ich habe schon mein Leben gesehen, aber es kam jetzt in dem Sinne nur ein Schuss in meine Richtung, also von dem her. Manchmal muss man schon der KI vorhalten, dass sie ein bisschen zu gut trifft, wie ich finde, aber naja, vielleicht landet man es ja irgendwie bei der Swatch, wenn ein Helikopter vorbeifliegt, mit einem Schuss jemanden zu töten. Das ist kein Glück oder so, oder in dem Fall Aimbot. Nein, natürlich nicht. Das ist scheiß drauf, nicht so richtig. Sag es mir, Windsor. It's coming at you. Ah, der Dasher. Gute alte Zeit, als ich dieses Ding noch mit meinem alten Charakter und vor allen Dingen auf der Xbox 360 hatte. Vor allen Dingen vermisse ich manchmal diese, ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich diese Zeit nennen soll. Es gab ja eine Zeit lang dieses Problem, dass, Hacker einfach in ein Spiel reingekommen sind, zumindest nehme ich mal an, dass es Hacker waren, ne? Auf jeden Fall, die irgendwie es geschafft haben, Leuten ein Kopfgeld von aber zig Milliarden zu geben, sogar Billionen. Und seitdem ist auch meine Statistik ruiniert worden, weil ich mir mal so ein Kopfgeld geholt habe. Ich kann euch eins sagen, eins, was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist, nie mehr wieder so etwas zu machen. Es hat erstaunlich schnell das, den Spaß eigentlich von dem Spiel rausgezogen, wie ich finde. Ah, okay. Eins, was ich eigentlich diesem Windsor schon vorhalten muss, auch wenn ich jetzt nicht direkt ein Fan von solchen Fahrzeugen bin, also sprich von Supersportwagen und allgemeinen teuren Sachen, auf jeden Fall muss ich trotzdem sagen, der Car-Sound, heilige Scheiße, der macht mich wirklich an. Und noch dazu, ich glaube, das werde ich euch dann sogar nochmal zeigen. Die Tür, wie sie sich anhört, das hat sich eigentlich auch ziemlich ordentlich angehört, wie ich finde. Zumindest kann ich nicht behaupten, dass ich schon mal bei einem anderen Fahrzeug gehört habe. Und zwar, hört ihr das? Ist ein bisschen komisch, dieser Sound, wie ich finde, aber okay, soll mich auch nicht stören. Ich würde mich eigentlich noch sehr, sehr gerne mit der Polizei anlegen, aber wisst ihr was? Zum Finale würde ich jetzt einfach mal sagen, ich fahre mal dann kurz in der Militärbasis und gehe sofort wieder raus. Insofern ich nicht von einem Rhino in die Luft gejagt werde. Und ja, es tut mir immer noch leid für den fünften Part von Most Wanted. Ich habe da nämlich komplett abgeschissen. Ich weiß immer noch nicht ganz wie, weil ich kenne mich eigentlich in dem Sinne schon mit der Militärbasis aus. Und Überleben ist für mich gar kein Problem, aber man hat vielleicht in dem Video sehen können, ich habe einfach mal so, während ich runtergeflogen bin, eine Rakete von einem Jet abbekommen.
Oder noch dazu, und ich weiß jetzt leider nicht mehr ganz, ob es in dem Video drin war, wurde ich auch in einem Laser von einem Rhino abgeschossen. Ich war schon ein bisschen weiter oben, als von dem her. Das waren alles so Sachen, die mich irgendwie ein bisschen abgefuckt haben. Aber okay. Nein, das war nicht diese Stelle. Hab doch gewusst, dass diese Hupe irgendwann mal passen wird. Scheiß, noch eins. Hallo. Fallen Shitty, tut mir wirklich sehr leid. Ach, ihr habt das immer noch an? Das ist doch beruhigend zu wissen. Ach ja, eins, was ich eigentlich auch so interessant fand, waren die Standardfelgen von dem Virgo. In dem Sinne gab es noch andere Standardfelgen, aber die Felgen, die man dann auf dem Bild sieht und dann auch ursprünglich hier als erstes bekommt, die passen mal sowas von nicht zu einem Virgo, wie ich finde, oder allgemein zu einem Muscle Car. Aber es... Vielleicht gibt es sogar Leute, die diese Felge für den Wagen ziemlich toll fanden. Keine Ahnung, aber mein Fall war es eigentlich nicht direkt, wie ich finde. So, und jetzt noch ein First Person. Give it to me! Es hat sich ja eigentlich angefühlt, als würde ich richtig fliegen. Ja, Marsch die Räuber, huh? Das freut mir noch. Was zu erleben? Warum kam mir eigentlich kurz diese Sprecher bekannt vor? Nein! Ja, das ist doch praktisch, dass ich den Fahrer erschossen habe. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn ich den Fahrer oder den Piloten treffe, obwohl ich noch nicht mal auf die geschossen habe. Ja, endlich! So wollte ich es ursprünglich machen. War ja nur verdammt schwierig. So, und jetzt nur noch der Polizei entkommen. Ganz einfach und nicht so schwierig, würde ich sagen. Ah, natürlich ist die Militärparade da. Und schon hochfahren. Sehr gut. Naja, eins, was ich ein bisschen zu komisch finde, ist, dass ich normalerweise nicht so viele Jeeps hier rumfahren sehe wie jetzt, aber das ist anscheinend normal und es ist mir niemals bewusst gewesen. Das sind immer die besten Stellen, wie ich finde. Oh mein Gott, wie nah hängt mir da ein Helikopter dran? Komm, Beeilung! Sind die wieder zurückgeflogen? Ich meine, ist ja praktisch, aber trotzdem. Ja, ich hätte wohl nichts sagen dürfen, hä? Oh Gott! Fuck! Ja toll, da oben kommt ja auch noch eine Streife. Wunderschön. Fuck, 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 fuck! Ich bin sogar entkommen. Traurig. Naja, also Leute, das war jetzt erstmal GTA 5. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dazu würde ich dann erstmal sagen, bis später.